Ja, also es ist eine Fügung des Schicksals für mich, dass ich am Ende meiner Karriere in Deutschland bin. Der Anfang meiner Karriere bestand darin, dass ich einen überragenden Wissenschaftler kennengelernt hatte, auch nur aus Glück, weil ich habe in Marburg Medizin studiert und irgendwann hieß es, Christian Gimino, der Beschreiber des obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms, würde bei uns jetzt Gastprofessor sein. Und das war für mich eigentlich der Anfang meiner gesamten beruflichen Karriere. Und am Anfang, als Christian Gimino dann kam, waren wir und ich auch hauptsächlich damit beschäftigt, das Leben für ihn so angenehm wie möglich zu machen. In einem anderen Land, in dem er sich nicht auskannte. Er war Franzose und kam jetzt nach Deutschland. War er damals schon in den USA? Er war damals schon in den USA. Er ist in den frühen 60er Jahren an die Stanford Universität zum Professor berufen worden, kurz nachdem William Dement, der Erstbeschreiber oder einer der Erstbeschreiber des Traumschlafes, des REM-Schlafes, die erste Professur für Schlafmedizin erhielt an der Stanford Universität. Und William Dement, der die erste Professur hatte, hatte dann Christian Gimino, auf den er aufmerksam genommen, auf den er aufmerksam geworden ist, durch seine Publikation zur Schlafapnoe, dann angestellt an der Stanford-Universität. Ja, ich kam viel, viel später, circa 20 Jahre später, nachdem dann Christian Gimino in Marburg, an der Universität, wo ich studiert hatte und dann angefangen hatte, Schlafmedizin zu betreiben, dann wieder in die USA gegangen ist und mich gefragt hat, ob ich mitgehen wollte. Und eine bessere Gelegenheit hat es eigentlich nicht gegeben. Ich bin dann mitgegangen und dann hat sich eigentlich mein ganzes weiteres Leben, mein berufliches Leben, dementsprechend entwickelt. Ja, wir haben ja unser Schlaflabor nach ihm benannt. Ich durfte ihn ja auch persönlich kennenlernen. Er hat ja die zur Neueröffnung unseres zweiten Schlaflabors eine Eröffnungsrede gehalten und war unser Ehrengast. Und wir haben ja auch unser Schlaflabor nach ihm benannt. Ja, ja, das war wirklich eine große Ehre für uns, dass wir diesen Namen Christian Gimino führen dürfen als das Schlaflabor, das nach ihm benannt ist. Was ich sagen muss, ist, dass was Christian Gimino betrifft, als ich als Student im Alter von 27 Jahren in die USA gegangen bin, weil er wollte, dass ich gerne mit ihm arbeite. Was mir am meisten beeindruckt hat, ist die Menschlichkeit von Christian Gimino. Ich bin einfach in seine Familie aufgenommen worden. Ich durfte in seinem Haus wohnen, ich durfte dann später in seiner Ferienwohnung wohnen. Er hat immer geholfen. Und das ist etwas, was ich nie vergessen werde.